herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine neue Frisur und ich hoffe, sie gefällt euch. Diese Frisur habe ich heute im Internet gesehen und habe mir gedacht, sie sieht so schön aus. Die muss ich euch unbedingt mal zeigen und passend zu dem schönen Wetter, das wir endlich haben und ja, zu diesen Frühlingsgefühlen, da will man wieder ein bisschen mehr was machen und so romantische Frisuren sehen sowieso eigentlich immer schön aus, egal zu welcher Jahreszeit. Und heute machen wir mit euch den Crown Braid, das heißt Kronenzopf. Das sieht dann nachher aus, als hätten wir uns so eine Krone wirklich draufgelegt aus Zopf. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ein gutes Gelingen beim Nachmachen. Wir bereiten uns so kleine Haargummis vor, eine Bürste und dann bereiten wir uns auch noch Bobbypins vor und einen Lockenstab. Den können wir schon anmachen, damit er langsam warm wird. So, für diese Frisur die Haare erstmal durchkämmen, das habe ich gerade schon gemacht. Wir machen uns einen Seitenscheitel, vielleicht einen, der noch ein bisschen tiefer ist. Und kämmen die Haare erstmal in die Richtung, also in die und in die. Danach werde ich mir diese Seite, die ich hier rechts habe, wegklemmen, damit sie mich gar nicht erst stört und sich gar nicht erst mit den anderen Haaren vermischt. Halte ich schön platt und klemme mir das so weg. Ich werde mir immer Strähne für Strähne hier wegnehmen, aber hier so ein Pony werde ich mir immer rauslassen, damit ich nachher auch vorne eine schöne Welle habe, die nicht in der Frisur drin ist. Also erstmal nehme ich mir eine Strähne weg, erstmal hier hinlegen und dann nehme ich mir eine nächste Strähne, genauso groß wie die erste und werde hier drum ein kleines Gummi befestigen. Danach nehme ich meine Strähne nach vorne, halbiere sie in zwei und werde meinen Zopf nach hinten werfen und werde ihn hier mit so einer Klammer befestigen, damit er mir hier nicht von der Stelle verschwindet. Dann habe ich hier die beiden Strähnen, die ich mir vorhin als allererstes abgetrennt hatte. Ich halte sie fest, nehme mir eine neue Haarpartie und die beiden dazu und befestige das wieder mit einem kleinen Haargummi. Danach mache ich wieder die Strähne auf, die ich mir zurückgeworfen hatte. Und wieder halbiere ich sie in zwei. Die Strähne, die ich hier unten habe, lege ich wieder nach hinten. Also mache sie wieder hier fest. Die beiden Strähnen bekommen eine Strähne dazu und das befestige ich hier wieder zusammen. Mache ich, bis ich auf der Höhe meines Ohres bin. Also hier das Ohr. Hier nehme ich die letzte Strähne und mache sie wieder zu mit einem Gummi. Und weiterhin werde ich genau die gleiche Technik anwenden, aber ich werde mich nicht mehr an der Kopfhaut orientieren, sondern ich werde nur noch die beiden Strähnen, die ich hier habe, benutzen. Also ich trenne sie, tue sie wieder nach hinten und verschließe wieder mit einem Gummi. Sieht das natürlich erstmal komisch aus, aber der Trick an der ganzen Frisur ist eben, dass man alles schön auseinanderzieht und das aussieht wie ein richtig toller, dicker Zopf. Wir ziehen erstmal von unten nach oben.
nicht so verrückt aussehe, kommt auch der nächste Schritt, in dem alles jetzt natürlich schön wird. Und ich drehe mich jetzt rum, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht hinten. Werde ich mir die restlichen Haare noch locken und wellen. Und dazu habe ich eben noch meinen Lockenstab warm gemacht oder schon mal eingestellt, damit ich gleich loslegen kann. Ich habe hier vorne auch mir Haarsträhnen rausgelassen. Aussieht, ist gar kein Thema, aber wenn ihr irgendeine Strähne vergessen habt, das ist natürlich nicht gut. Passt bitte auf, falls ihr euch sicherer fühlt, dann macht die Wellen und Locken bitte vorher. Da gehe ich mal durch mit den Fingern und falls euch irgendwas zu viel ist, dann könnt ihr das ein bisschen zurückmachen oder von Anfang an nicht zu sehr rausziehen, sondern eher vorsichtig machen, weil danach ist halt zu spät. Jetzt zum Beispiel finde ich, dass ich ein bisschen zu viel habe. Mache das fest mit einem Bobbypin. Also alle Stellen, die euch irgendwie nicht mehr so ganz perfekt gefallen, könnt ihr nochmal korrigieren und nochmal wegstecken. Das ist erlaubt. Und wenn es euch gut gefällt, könnt ihr natürlich von hinten auch die Haare so ein bisschen nach oben ziehen, so ein bisschen Volumen machen, als hättet ihr sie toupiert. Dafür geht ihr einfach mit der Hand rein und zieht so viel es geht einfach mal nach oben. So, ich denke, dass diese Frisur auch sehr, sehr schön aussieht, wenn man langes Haar hat. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, die Frisur hat euch gefallen. Ich freue mich sehr über Daumen nach oben und natürlich auch eure Kommentare, wie immer. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch allen alles Liebe. Ciao!